zeigt derzeit eine beeindruckende Schau über Koloman Moser, dem Ausnahmekünstler des Jugendstils. Was macht ihn dazu? Er wird groß in einer Zeit voll des Umbruchs und er nimmt diese Chance wahr. Es geht darum, den Alltag der Menschheit komplett neu umzugestalten, da enorme wirtschaftliche, soziale und ökonomische Umbrüche in der Gesellschaft stattfinden. Er schließt sich zusammen mit einer Gruppe junger, vorwärtsdenkender Künstler und sie gründen 1897 die Sezession. Und die Sezession mit ihren Werten, die sie aus der englischen Arts- und Kraftsbewegung übernehmen, glauben an die Kraft der Schönheit, um die Welt zu verbessern. Aus dieser Idee, Schönheit in den Alltag zurückzubringen, entsteht das Konzept des Gesamtkunstwerks, dass sämtliche Bereiche des Alltags künstlerisch gestaltet werden. Wie hat der modernes Design beeinflusst? Ganz wichtig ist seine Rolle als Lehrer. Er wird ja 1900 Professor an der Kunstgewerbeschule für die Malereiklasse, aber eben dadurch, dass er der Ideologie des Gesamtkunstwerks vertraut, konfrontiert er auch seine Schüler mit sämtlichen Aspekten des täglichen Lebens, die gestaltet werden müssen. So entwerfen seine Schülerinnen zum Beispiel Mode oder sie arbeiten an der Drehscheibe, machen Keramiken, entwerfen Möbel, Schmuckgegenstände und so weiter. Und durch diese Lehrtätigkeit kann sich sein Stil seine Ästhetik über das gesamte Gebiet der österreichisch-ungarischen Monarchie, also in Mitteleuropa, verbreiten. Wir haben ja schon einige Koloman Moser-Ausstellungen in den letzten 20 Jahren erleben können. Was hier besonders, glaube ich, erlebbar ist, ist der Entwurfsprozess, den Moser durchläuft, um zu einem Ergebnis zu kommen. Die Ausstellung erzeugt, glaube ich, die Atmosphäre eines Laboratoriums oder eines Ateliers. Man kann wirklich die einzelnen Entwicklungsschritte Mosers nachvollziehen und man erlebt mit, wie wirklich eine neue ästhetische Welt entsteht.